Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS19, willkommen hier zurück auf der Ehrengrad mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen. So, wir sind ja wieder, beziehungsweise ich bin hier fleißig am Abtanken von dem blutigen Drescher, weil der ist in der letzten Folge zum Schluss nochmal voll geworden. Ich weiß gar nicht, ob ihr das noch gesehen habt. Kann ich jetzt gar nicht sagen auf die Schnelle. Zu 160 PS geht der. So, genau, erstmal zum Thema, zum Anfang. Dieser wunderschöne Steier hier, warte, wir machen nochmal die Ding dran, da könnt ihr sehen. 81 bis größer wird demnächst, da gibt es dann bald ein Update und da würde auch jeden öffentlich auf Modhub erscheinen, diesmal sogar. Das heißt, ich muss euch nicht unbedingt einen Link drin packen, sondern wenn alles so stehen bleibt, wie es ist, wird er bald auf Modhub erscheinen. Zum Zweiten, wir haben bald neue Schätze mit drauf und das wollte Philipp unbedingt haben. Da sag mal, was hast du denn mit draufgenommen wollen? Ah ja, Expert mit 160 PS. Hat viele geile Konfiguren. Boah, der hat die Reifen. Der hat graue Reifen. Den kann man graue Reifen machen. Egal. Jo. Ja, schaut. Sneaky also aus. Ja, Configs. Also an Configs muss man sagen, scheitert es nicht. Geht bis zu 160 PS. Könnte vielleicht der Nachfolger für den B-Trag sein. Vielleicht. Aber wenn man sich den Preis anguckt. 106.000 wieder Teil, das ist Ich habe 111.000 konfiguriert. Oder, ja, ich habe jetzt bloß kurz die PS hochgepimpt. Und das ist dann natürlich mal schon kein Schnapper. Ja. Aber weißt du, der hat halt auch sowas wie diese LED-Bau vom Dach oder LEDs und hat dann auch Steierkatalog. Hat diese Tiroler Adler. Wir sind vielleicht dafür auf der falschen. Egal! So, wir stellen mal schon den Drescher hier an. Oh, ich hab den Radio dazu gehört. Tut mir leid, Leute, sorry. Wenn man im Redefluss ist, kann man da doch mal vergessen. Und sowieso im Menü hätte ich sowieso nicht anschalten können. Also. 112.000 auf so einer Scheiße schon nicht wenig. Ja, schon ein bisschen was. So, Helfer drischt, wunderbar. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz. Einfach als erstes mal noch mein Handy leise schalten, dass es nicht stört. Und zweitens. Die Handyhalterung reinklemmen und noch eine Ladekabel mit hier. Nochmal Ladekabel anstecken. Ich mach dann mal wieder die Biogasanlage weiter voll, ne? Genau, ja, da haben wir tatsächlich jetzt auch der wunderschöne Teil geöffnet. Ne, da will ich. Ich bin hier mit dem Lader. Da, ne? Also. Wir gehen mal kurz so hin. Zurücksetzen wollte ich ihn jetzt nicht. Genau, BGA besuchen. Das ist auch schon ganz gut. Ja, okay, Achtung. Ja, er ist mit einem guten Weidemann hier und der mit so ein bisschen leicht zu großen Schaufel und befüllt das Ganze jetzt. Ja. Was für zu große Schaufel? Ja, egal, alles gut. Hier sind ja noch 443.000 Liter drin, also ein bisschen was liegt hier noch, ne? Ja, lassen wir mal arbeiten. Jetzt haben wir wieder das Gewicht nicht drauf, mit drauf. Ah, stimmt, wir wollten das Heckgewicht mit drauf nehmen. Das wo wir auf der Gemeinderate hatten. Ja, Gemeinderate hatten, ja genau. Wir sehen uns später wieder. Ne, war Spaß. Ja, nee. Oder können wir es machen? Mir tatsächlich wurscht. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch im Mod-Ordner habe. Müssen wir nochmal nachgucken, ne? Wir können es natürlich gerne schnell. Wir können es gerne mit drauf nehmen, schnell. Ich hab da nichts gegen. Ja, okay, dann. Ja, okay, dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Wir sind zurück, haben das wunderschöne Gewicht mit drauf genommen. Ich hab's vom Glück mit dem anderen gehabt. Kurz 2000 Euro kostet das Teil gleich. Ja, aber okay, wir können es kaufen. Soll ich gleich die 3 Kilo Variante nehmen? Die 3 Tonnen. Schwierig, ich weiß nicht, ob er das überlebt. Aber nein, ich fahr mit dem nicht, ne? Also, ich hab da kein Problem. Ich schnapp mir jetzt in den B-Trag und geh jetzt erstmal mähen. Ja, der müsste eigentlich schon packen. Der hat es vor allem gepackt und würde sie jetzt wohl auch packen. War jetzt mein Steuer dann nochmal extra Kehr holen. Hängt dran! Warte, oh. da muss ich kurz zum Händler kommen. Das muss ich mir angucken, wie das aussieht. Ja, wabbelt vorne, bis genau geht. Wie es aussieht. Aber okay, du bist jetzt. Sieht man jetzt genau. Naja. Ja, doch. Man sieht noch so ein Drittel von ihm. Aber man sieht ihn noch. Aber hey,
Ich bin jetzt hinten genauso breit wie vorne. Ja, immerhin das, ne? Er wabbelt schon ein bisschen und ihm muss es tanken. Am Ende oder beziehungsweise unten in der Ortschaft ist er auch direkt die Tankstelle, ne? Noch schon dran. Okay. Wollte ich nur dran erinnern. Ja, da sind die 230 Euro für den Weidemann-Hoftrag weggegangen, aber gut. Der schwabbelt vorne ein bisschen, die ist aber. Zum Schluss ist er jetzt vorne zu leicht. Nein. Das geht eigentlich, also er fährt noch relativ. Okay, man muss halt die Schraube ein bisschen rauslassen. Ja, okay, wir haben eh keinen zu weiten Weg, ne? Also. Oh Gott. Man muss halt die Schaufel ein bisschen anheben, damit da vorne ein bisschen Gewicht auf die Achse kommt. Aber ich sag mal auch, irgendwann bricht er in der Mitte auseinander. Ja, gut möglich. So. Wir beginnen jetzt gleich mal zu mähen hier. Er ist trotzdem noch wendig und er hüpft vorne halt auch nicht. Er ist vorne wirklich gut am Boden. So, wir können ihn schon mal ausklappen. Mal nochmal runterschauen, jetzt komme ich rückwärts nicht weg. Ich hoffe, die gestrige Folge ist beziehungsweise der Start des neuen Projekts gestern auf der Heide. Ich muss mir erst den Namen ein bisschen einprägen, weil er ist auch nicht so geläufig. Ja, ich hoffe, die ist ganz gut angekommen. So wie gesagt, doch alle. Ja, so. Passt. Wie gesagt, die Projekte werden sich täglich abwechseln. Gestern ist Epstavai gekommen, heute kommt Berlingrad, morgen wieder Epstavai und so weiter. Also im täglichen Wechsel. Story-Projekte kommen halt hier und dann mal wieder, wenn ich Zeit habe aufzunehmen. Und ja. Dann ist leider der Bedarf gut gedeckt. Ich weiß gar nicht, wie schnell kann man mit dem Teil fahren? 20? Wird wahrscheinlich ein bisschen zu schnell sein. Mit dem Mähwerk. Ne, mit dem Mähwerk. Weil ich gerade hochgeschalten habe. Ich der steckt genau außen rein. Echt? Ja. Oh, warte. Ist aus. Ich wollte gerade das Dach aufmachen. Mhm. Also von außen. Jo. Und von innen. Viel der bessere raus. Übersicht hier. Ich werde nicht rumkommen. Nee, komm nicht rum. Konnst ja komplett knicke. So. Oh. So, jetzt hat er mal. Ja. Schafft das? Ja, geht's klar. Ey, ja, jetzt schuckelt aber vorne. Oh, es ruckelt gerade noch ein bisschen. Oh, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, I don't know. Ey, ich habe vorhin die Schaufel voll, ne? Ich hab die so relativ ausgefahren, ne? Er hebt vorne immer noch ab. Immer noch? Ja. Also jetzt vorne oder hinten? Vorne. Was? Er hebt hinten immer noch auf. Also. Aber hey, es sind 3 Tonnen vorne dann. Ein bisschen mehr. Ja. Und 1,5 habe ich bloß an dem Gewicht drin. Ja gut, ne? Oh, der ist fast voll, muss ich dann abtanken. Wie gesagt, das steile Stück umfahre ich jetzt immer ein bisschen, weil ich einmal schneller bin und das machen wir dann so ganz zum Schluss. Das heißt, wir sind jetzt hier schon mal rum. Ich konnte doch irgendwo einstellen bei LVCDA. Mehr was denn? Wettschaut. Ja. Blicken innen. Kann man irgendwo einschalten oder ausschalten, dementsprechend ja. Alles gefunden? Jo. Okay, gut. Zurückblicken innen. Also hier ist es ultra praktisch. Ja, beim Verladen ist natürlich praktisch, ja. So.
Okay, 93% hat er, das heißt. Ich fahre hier vorhin nochmal links und dann hat. Hol ich den guten Steier und tank den Kollegen da mal ab. So, geht das jetzt, dass sich alles so hält? Geht's natürlich mal wieder nicht, man kennt's. Ja, warte, da muss ich's einzeln machen. So, jetzt hat er aber. Ja, das habe ich mal eingestellt, aber gut. Warte, wenn ich den Traktor ausgewählt habe, macht das jetzt was? Ne, macht immer noch nicht. Gut. Dann mal. So, wir. Nee, da ist er. Und ganz ehrlich, so eine schlechte Beleuchtung hat er ja auch nicht, also. In der Nacht fahre ich der auch, ey. Ja, hast du dabei, Mann. So, ja, die großen Hänge. Also, was ich hier vielleicht nur mal brauche, ist so eine E-Station. Ja. Wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Kostet, glaube ich, auch nicht viel, oder? Nee. Das ist nur die Frage, wo man die hinfällt. Ja, wobei. Die ist ja die, wo es steht. Ist doch genug Platz. Ja, das ist nee, so eine Art Halle. Ja, deswegen. Weil ich habe halt geguckt, weil ich wusste noch, dass die schwebend. Und da dachte ich mir so, ja, die ist schwieriger, wenn ich jetzt irgendwo in der Luft hinplatziere, weil die rumschwebt. So, warte, jetzt muss ich tatsächlich nochmal ganz kurz gucken. Normalerweise. Nee. Bin auf dem Silo. Perfekt. Och nee. Oh nee. Schon wieder passiert. Was? Dass er weg abhauen will. Ist am Abhauen. Oh Mann. Ja, wo ist denn der Scheiß jetzt? Ich bin mein Held, schau, wenn ihr guckt. Zack. So, dann haben wir das wieder. Flo! Hm? Komm mal, steig mal ein! Ich bin mein Held, schau. Ja, gut, ich geh mal wieder weg, bevor ich hier kotzen muss. Oder einer von den Zuschauern, das wollen wir natürlich nicht, ne? Motor? Ah. Ah, jetzt geht's eigentlich, muss ich trotzdem auswählen, weil ich's anschalten muss. So. Jetzt halt, geht's aber los hier. So. Oho. Das ist da immer wieder auf Null, das ist ein bisschen scheiße, aber gut. Aber nee, warte mal, wir bleiben hier genau, so. Dann passt hier. Tja, komm mit der viertelten Tankladung zum. Ja. Ja, doch locker, aber so viel verbraucht jetzt noch nicht, glaube ich. So, die Bahnen, die wir jetzt hier vertan haben, muss ich wieder zugeben. So. Aber die Frage ist, verbraucht er dann mehr Strom, wenn man das Licht einmacht? Das sind Fragen, die kann ich auch nicht beantworten. Oder ein Blinker anders oder sowas? Ich glaube nicht. Weil im Prinzip, er läuft ja im Prinzip mit Diesel. Sagen wir es, wie es ist. Es steht zwar ja dran, es ist ein E und wir sagen auch, es ist ein E und er hat auch kein Motorgeräusch. Aber. Ja, doch hat er schon. So ein Surren halt. Ja, aber. Und er hat halt auch keinen Aufbruch. Ja. Ja, stimmt, ist auch wieder. Aber ist doch gut, es ist eine gute Alternative, wenn man mit beiden tanken kann. Wenn man jetzt keine E-Tankstelle in der Nähe hat, dann kann man einfach mal sagen, oh ja, hier ist eine Dieseltankstelle, perfekt. Beide Motoren drin. Mhm. Der E läuft auch mit Diesel. Hm. Also. Die Tanknadel ist auf Null. Ich fahr noch.
Ja, okay, gut. Dann ist er noch nicht. Ich bin an der BGA. Boah. Knappe Sache, sagst du? Das kann dauern, bis der voll ist. Ach so. Das ist ja die E, ne? Die dauert ein bisschen länger. Wieso wurde ich hier was stinken lassen? Hm? Ich wurde was stinken lassen. Mit was? Also. Drescher. Läuft der überhaupt noch? Oh, das war ja jetzt ein bisschen irgendwie verguckt, sorry Leute. Das ist der Ausgang. Ah, warte mal, war der Hänger voll? Dass er deswegen nicht weitergefahren ist, oder? So, warte da. Hallo, was war? Nee. Naja, gut. So, das heißt, wir haben dies. Nee, doch nicht. Vorne haben wir noch ein kleines Stück der ganzen Wesen gewascht. So. Können wir mal runterlassen alles. Ja doch, schafft er ganz gut. Ah, bin ich am Hof. Wenn er rumdüsen. Was wollen wir eigentlich gleich machen dann? Hallo. Wieso willst du immer Gras machen oder Heu? Das habe ich damit gemeint. Bin am Schaden, warte. Nee, Schaden geht nie gut aus. So. Ja, ich würde sagen, was wollen wir machen? Heu oder Gras? Keine Ahnung. Was können wir denn gebrauchen? Ja, im Prinzip Gras kann man zwar immer gebrauchen für Silage, aber ich glaube, wir machen eher mal wieder Heu, weil ein bisschen was für Schäfchen auf Seite tun und ein bisschen was kann man auch noch genug Heu da, also. Ja, okay, 7000 Liter. Ob das jetzt so viel ist, letztens ist ein kompletter Ballen reingegangen, das ist jetzt 4000 Liter. Noch drei da. Ja, okay. Ich werde wahrscheinlich nie hochkommen, ne? Ich schalte schon mal runter, nochmal runter. Wie schaut's denn überhaupt aus mit unseren Schäfchen? Weiß gar nicht. Ach, das Ding. Die Palette hat keine Sauberkeit 3%. Haben die so viel Dreck gemacht? Okay, stimmt. Wir haben zwei Tage vorgespult und da haben wir gar nicht mehr nach hinten geguckt. Eieiei. Aber der Dreck unter Anführungszeichen liegt ja vor der. Vor dem Stall. Also. Mischbrot sind die ja gar nicht, ne? Was zwar in irgendeiner Weise unrealistisch ist, aber gut. Die sind den ganzen Tag, obwohl. Die machen halt auf die Fläche, wo sie halt rumlaufen und ja. Ach scheiße, jetzt haben wir keine Schaufel da. Also, oh. Hab ich gerade Ding dran gemacht, jetzt haben wir aber keine Schaufel da. Haben wir nicht noch eine normale Stoll irgendwo rumliegen? Nee, ne? Ne, die haben wir glaube ich gegen die Ding. Irgendwie von CSZ damals austauscht. Damals. Am Anfang. Ja, gut. Doch, glaub schon. Jetzt haben wir eigentlich den Salzstreuer. Den haben wir damals mitgekauft. Warum? Warte mal, ich weiß, du wolltest den unbedingt haben. Nein! Ich wollte den gar nicht haben. Du hast den gekauft, ich hab den Weidemann nicht gekauft. Ich hab den Weidemann gekauft, aber kein Salzstreuer. Dann muss ich nochmal nachgucken. Ich hab den gewiss nicht gekauft. Du hast ja auch den Weidemann abgeholt. Also wir haben ein Ballspiel, aber keine Schaufel. Soll ich noch eine Schaufel kaufen? Das ist halt die Frage, ob es sich lohnt. Weil. Die größere Frage ist, würde es sich lohnen, noch so ein Weidemann Ehehof dran zu kaufen? Nee. Das auf gar keinen Fall.
Die gibt's ja für 25.000. Ja, aber das ist unnötig rausgeschmissen. Für was brauchen wir den am Hof an der BGA? Lassen wir sie nicht dauerhaft. Du nicht. Das macht ja gar keinen Sinn. Der kommt sowieso früher oder später dann, entweder ein Radler oder was hier. Da kann ich ja jetzt mit dem E-Auftrag da rumfahren. Oder mit dem Auftrag. Warum nicht? Ein größerer Auftrag drin. Oh nee. Der hat zwar keine richtige, obwohl. Nee, hat er wirklich. Der hat halt keine richtige Strafzulassung, ist aber doch egal. 40 wär's, ab geht's, 25 km/h geht auch. Hat er überhaupt ein Kennzeichen? Nee, ne? Was? Hat er überhaupt ein Kennzeichen? Nee, ne? Braucht er nicht. Ah, okay, stimmt, bei dem. Okay. Ja, okay, dann bleiben sie halt dreckig, ist mir auch egal. Ja, so. Du kannst dir aber deine Bürde und einen Wender schnappen. Wenn die langweilig ist. Oder ist der Weidemann inzwischen schon voll? Ich bin gerade wieder am Ankuppeln vom Gewicht und der Schaufel. Okay. Ich liege auf der Seite, ich stehe wieder. Flo! Wir haben ein Problem. Nicht schon wieder. Das Gewicht ist so schwer. Hä? Wie mal, Sackgewicht. Das Sackgewicht. Ja. Ja, dann, ja. Mach vorne was rein und schaufel und dann kurbel das Heckgewicht an. Ich schaufel mal nicht mal dran. Also. Aber ich weiß nicht, ob ich die Schaufel jemals wieder ranbekomme, weil die ist auf dem Kopf und liegt zurzeit nicht da. Also. Wieso ist die auf dem Kopf? Das sage ich mir eher. Also. Weil ich dann so reingedonnert bin, hab die abgekuppelt, dann hab ich mich gedreht beim Auftrag. Why? Wen Zaun? Nein! Ja! Hab sie dran! Okay, dann ist gut. Oh Gott, das war knapp. Es wird wahrscheinlich alles reingehen, ne? Ja, ich muss gleich mal runterschauen. Geil. Wenn der umfällt, berührt er halt nicht mehr den Boden mit dem Reifen. Nicht mehr andersweise. Achso. Weil er dann vorne mit der Schaufel um den Heckgewicht schwebt. Ja. Oh. Aber woher weißt du denn das jetzt? Hast du nicht Bomben geschmissen? Schon öfter. Ja, okay, aber. Ist jetzt... Bleib doch stehen. Ja, okay. Ja, okay, dann fahr weiter. Mann, ey. Hätte ich auf dich gewartet, aber nee, will nicht. Na gut. Hat's eh gleich. So, warte mal, ich guck mal rum, ob wir vielleicht irgendwo einen Auftrag zum Dreschen hätten. Gruppe, Alter. Der Drescher muss laufen. Guck mal ganz kurz in Menü. 83%, sag mal, oder das ist wahrscheinlich mehr. Sag mal, 95% ist nur Gruppermission. Also, wenn ich das richtig gesehen habe. Gruppen. Ernten. Gruppern, Ballenpressen, Gruppern. Ich habe jetzt zweimal Ballenpressen, einmal Rüben, einmal Pflügen. Also Flo, ich glaube, wir brauchen einen Gruppen. Haben wir nicht einen? Nee, wir haben gar keinen, weil wir eine Direktzahl haben. Dann lass mit der Direktzahl Gruppern. Ja, aber scheiße. Ey, haben wir eine billigen? Wir haben doch einen billigen drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob wir Gruppe mit drauf haben. Ne, wir haben keinen Gruppe mit drauf. Oder doch. Wir haben Alpin DLC dabei. 7503 Meter, ab geht's. Ist nicht der von Alpin DLC, von Pöttinger noch schmaler? Oder beziehungsweise noch billiger? Ja, dann ist er auch von Pöttinger. Ja, der von Pöttinger. Sagt er zum Pöttinger Quellenland, jetzt geht's aber los hier. Ich war mit dem Zeiger auf einen anderen. Der kostet 7500. Ey. Hat 3 Meter. Wie viel PS?
90, dann können wir sogar mit dem Bührer ziehen. Mhm. Ich glaube, das wird. Oder wir hätten 3 Meter Shining für 16.000 von Pöllinger mit drauf. Aber wir brauchen dann aber mehr PS, oder? Also Shining ist. Ne, da? 5 PS mehr. Und Lila bräuchte die weniger. 5 PS mehr, okay, oh mein. Die braucht eher Hubkraft. Ja, mit einer Shining rollst du hier über den. Nee, nee, ich meine, wie viel kostet sie, die Shining? 16.000 Euro. Das ist halt die Frage. Wenn wir jetzt einen Bührer nehmen, oder brauche ich keinen Bührer nehmen, wir können einen Dingens auch nehmen. Ja, aber bald auch Bührer wäre besser, weil da zieht ihn dann leichter. Dann können wir dem den geben und können einfach alle Gruppenmissionen durchhauen. Mit dem Helfer laufen lassen. Ja, dann kriegt der Bührer auch schon. Warte mal, wie viel PS kann man eigentlich den kleinen Steier mit komplett haben? 160. Also der, du meinst den Dingens, den, wo wir neu mit draufgenommen haben. Nee. Unser kleiner. Kleinen, den 80 kleinen. PS maximal. Alter, würde es auch ziehen, aber da muss ich sagen, würde ich sogar eher einen Bührer nehmen, weil wir hatten jetzt die letzte Zeit einen Bührer dauerhaft im Einsatz vom Wiesentechnisch her und so weiter. Und da würde ich dann halt auch mal wieder den Steier in Einsatz bringen. Ja, Bührer hat halt 100 PS und der hat was anderes. Oder 106 oder irgendwie sowas hat er. 100. Hat er nie ein bisschen mehr als wie 100? Der hat genau 100. Echt? Ich bin im Menü. Okay, was war mal der Meinung? Der hat mehr oder? Der Abby hat immer 109 oder hat 109. Ah, dann kann es sein, dass ich mit dem verwechseln kann. Jetzt verwechselt der Bührer mit dem Abby. Geht ja aber gar nicht, Flo. Ich habe nicht die Waage verwechselt, so wie vorhin gerade eben irgendwer. War da was? Nein. Hast du was gehört? Nee, ne? Ich nee. Auch nicht. Alles gut. Nur so, warum fahre ich eigentlich nicht mit dem Ladewagen hier rein, mach den voll und dann vorne dran aus? Das kann ich dir nicht sagen, aber was ich schon mal sagen kann, wir sind für euch auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abendmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Unten den roten Knopf kaufen, fast endlich getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlen, gerade im Resonanz-Snap-Pin.de zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao.